Hi, ich bin Xenia und ich verrate euch heute meine Tipps für Easy Waves. Zur Vorbereitung sprühe ich einen Hitzeschutz auf meine Längen. Danach föhne ich mir meine Haare kopfüber trocken. Damit habe ich nämlich sofort ein tolles Volumen. Jetzt kommen die Locken. Dafür wickele ich Strähne für Strähne auf den Lockenstab. Dabei fühle ich mit dem Finger, ob die Strähne heiß genug ist. Wenn sie es ist, dann löse ich sie. Wenn die Strähne nur warm ist, dann lasse ich sie noch umwickelt. Wenn alle Strähne aufgedreht sind, schüttel ich die Haare kopfüber durch. Danach fahre ich mit den Fingern durch die Längen. Denn so lockere ich die Strähnen auf und bändige sie etwas. Für mehr Volumen nehme ich eine Spezialbürste und tupiere die einzelnen Strähnen von unten leicht an. Danach knete ich die Haare durch und streiche ganz sanft drüber. Das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstylen.